Moin Leute, vielen Dank fürs Einschalten bei Olive Tree wieder. Ganz zu Anfang, das ist Teil 2 des Videos. Wenn ihr Teil 1 nicht gesehen habt, da war ich zu Besuch bei Manu von Schalldose und da haben wir angefangen, den Schrank zu bauen. Klickt unbedingt hier rein und heute geht es weiter mit den Türen und wir streichen den Schrank und wollen noch einen Ausschnitt machen für den großen Laderaum unten. Auf geht's! Das hier ist jetzt der Ausschnitt für die Heckklappe zum Beladen von dem Schrank. Und den dürfen wir nicht vergessen, weil wir wollen jetzt gleich streichen und dann hat man hier ja die Schnittkanten sonst nicht gestrichen. Machen wir jetzt als erstes. Ich bin gerade dabei, die Einlegeböden festzuschrauben und natürlich passt es nicht 100% und wir müssen mit der Stichsäge hinten nochmal die Schräge nacharbeiten. Und jetzt haben wir hier mit der Schraubzwinge ein Vierkantholz auf der Rückseite festgemacht. Das müssen wir jetzt vorbohren und dann mit Schrauben befestigen. Und dann hoffen wir, dass das Brett am Ende wenigstens gerade drin liegt. Okay, das Riesenproblem bei den Bullis ist ja, das habt ihr ja schon gesehen, dass die nach hinten so bauchig zugehen. Und jetzt sieht man das, wenn ich dieses Brett hier, jetzt haben wir das Brett hier zugesägt. Und dann guckt euch das an, wenn ich das falsch rum einlege, wie der Unterschied ist zwischen, das muss eigentlich bis hier hinten rangehen und dann da vorne. Das ist jetzt der doppelte Abstand natürlich, weil das Brett ist ja schon schräg zugesägt. Jetzt richtig. Das ist jetzt der Deal. Das lässt sich nämlich gar nicht so einfach zusägen. Hier passt es jetzt. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt noch ja, einen knappen Zentimeter. Ein bisschen zu viel abgesägt. Jetzt könnte sein, dass da hinten was runterfällt, wenn man oben was drauflegt. Aber hier sollen ja nicht so welche kleinen Sachen stehen. Also das ist schon in Ordnung. Das interessiert später keinen mehr. Aber das ist echt viel, was, wie schief das so ist. Vorneweg. Mit der Wasserwaage zu messen ist immer schwierig, weil wenn das Ding im Bus steht, kann ja sein, dass der Bus schief ist, dass alles schief ist. Aber wenn ich den Schrank komplett gerade aufbaue mit den Einlegeböden, dann kann er ja ruhig im Bus ein bisschen schief sein. Also mich stört das nicht, deswegen mache ich es lieber so, weil so ist es genauer, dann klappern die Einlegeböden nicht. Okay, gucken wir uns das an, wie ich das gemacht habe. Als erstes nehme ich die Vierkanthölzer, die ich hier dran gemacht habe und lege die Wasserwaage hier drüber, dass ich grob weiß, wie hoch muss das sein hier rechts. Und dann nehme ich mir noch eine kleine Wasserwaage. So. Okay, das passt jetzt schon ziemlich gut. Also ich richte das hier aus. Und dann der wichtige Schritt, nachdem ich diese Steigung hier verändert habe, die könnte jetzt so schief gestanden sein vorher, wenn ich das runter mache, dann ist es wieder ein bisschen anders. Nochmal kontrollieren mit der Langwasserwaage. Wenn es dann immer noch gerade ist, dann ist das Ding gerade, kann man es dran knallen. Okay, der erste Testaufbau ist hier dran. Wir haben festgestellt, dass das Brett doch nicht ganz genau. Wir müssen noch mal ein kleines Stückchen absägen. Aber das liegt hier an dieser Ecke hier vorne, weil die wird später nämlich hinten am Bulli dran stehen, weil das Profil steht ja hinten genau an der Wand vom Bulli, ne? Und das würde mich ärgern,
wenn da so ein Luftschlitz wäre, weil die Schablone hat ewig gedauert zu machen. Jetzt bessern wir das hier nochmal aus. Und go! Das Schrankprojekt neigt sich dem Ende zu. Jetzt müssen wir das Ding wieder in Teakholzglasur anstreichen, damit es zu den anderen Möbeln passt. Und dann ist das Ding eigentlich soweit vom Grundkonzept her fertig. Das Einzige, was da noch fehlt, ist die Türen mit dem. Das Einzige, was da noch fehlt, sind die Türen mit dem Klavierband. Und ja, auch die Einlegeböden und so weiter ist jetzt eigentlich alles soweit durch. Und dann kommt noch der große Moment, wenn wir es in den Bulli reinpacken. Wie, hau mal einen Spruch in die Kamera. Was denn? Möchte nicht sagen. Möchte nur streichen. Okay, damit die Türen, die in den Schrank reinkommen, so ein bisschen Kontrast haben, habe ich mir überlegt, die ein bisschen in einer anderen Farbe zu lasieren. Und weil ich einfach nichts Neues kaufen wollte, nutze ich das Arbeitsplattenöl, was ich eigentlich für die Arbeitsplatte im Bulli gekauft habe. Aber ich hoffe, es reicht für alles. Ich lasiere, hinten im Hintergrund wird schon lasiert mit der Teakholzlasur. Und ich werde jetzt hier mit dem Öl das einölen. Und ich hoffe mal, dass das Lasuröl Unterschied nicht so groß ist, dass es irgendwie glänzt oder ja, wie auch immer. Mal sehen, wie es wird. Okay, wir machen gerade Pause, gleich geht's weiter mit dem Projekt, nur zwischendurch wollte ich euch noch was zeigen. Eigentlich war das ganz anders geplant, eigentlich wollte ich ein ganzes Video davon machen, wie ich bei der Mondologia Fotowelt unterwegs bin. Aber die Messe war viel kleiner als ich dachte und es war auch nicht so viel Cooles dabei, was man zeigen konnte, mehr reden mit den Leuten halt. Aber ein paar Sachen waren dabei, die könnt ihr euch vielleicht interessieren und da gucken wir doch mal kurz rein. Ich stehe hier in Freiburg am Konzerthof. Hinter mir ist der Eingang zur Mondologia Fotoweltenmesse. Und da gucken wir heute mal, was es hier zu sehen gibt. Kommt mit! Moin, neuer Tag. Es ist auch kalt. Ich gehe heute etwas früher und der Schrank ist angestrichen. Im Keller ist er getrocknet. Jetzt schleppe ich das Ding hier mal hoch und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das passt. Und bleibt dran, ich habe noch eine Frage an euch. Die müsst ihr mir unbedingt beantworten. Das ist ganz wichtig. Also bis gleich. Boah.
Okay, jetzt ist das Ding hier drin. Jetzt können wir endlich mal hinten richtig reingucken, wie ich das genau gemacht habe. Habt ihr ja gesehen, hier beim Anzeichnen immer, dass es schön gerade ist. Jetzt lege ich mal die Unterböden alle rein. Dann gucken wir mal, ob es passt mit der Rückwand und versuchen das Ding gleich festzuschrauben. Klappert jetzt schon wie Sau. Wenn das noch weiter klappert bei der Fahrt später, dann mache ich da so kleine Filzdinger rein. Und ansonsten, wenn gar nichts hilft, dann spackse ich die alle fest. Okay, es passt hinten nicht hundertprozentig. 2 cm oder sowas. Ein bisschen Verzug ist drin, aber das ist normal. Davon geht man aus. Oh no. Shit. Das ist natürlich. Oh nö. Das ist natürlich ein Problem jetzt. Wieder was ich nicht beachtet habe. Die Seitenwand hier, die soll ja hier drinnen verschwinden. Und hier ist ja noch dieses 2 mm starke Stück Holz hinten dran. Oh Mann, jetzt passt das genau nicht rein. Ich muss das hier, das muss noch ein bisschen weiter rein. Sonst geht es nicht rein. Der Fehler ist behoben. Aber wisst ihr, wo es jetzt hakt? Beim nächsten Problem. Und zwar genau der Klotz hier. Ganz schön blass. Man kann auch alles einzeln machen. Dauert aber länger. Die falsche Seite abgesägt. Nochmal absägen. So, jetzt aber jetzt die richtige Seite. Vielleicht muss ich hier tatsächlich nochmal nachmalen. Passt immer noch nicht, ne? Oder? Der passt noch nicht. Warum nicht? Kann ihn aber zurechtdrücken. Man kann ihn drücken. Wieso? Der muss doch so sein. Hä? Wieso wackelt der denn jetzt? Passt wie Arsch auf Eimer, aber wieso wackelt der denn jetzt? Der wackelt jetzt wegen dem Brett in der Mitte. Scheiße. Kippel. Auch wegen diesem Brett. Hier kommt's gegen. Okay, jetzt passt der Schrank endlich einigermaßen. Bin echt froh, dass es nicht schlimmer geworden ist. Kann ja auch passieren, dass man irgendwie zu viel absägt oder sonst irgendwas. Jetzt passt es einigermaßen. Jetzt kann man den wieder festknallen. Hoffen wir mal, das passt. Der passt schon mal. Hey, falls ihr meinem Instagram-Kanal folgt, dann habt ihr vielleicht gerade gesehen, wo ich war. Ich war gerade noch mal im Schwarzwald und habe den Bulli als Transporter genutzt. Und jetzt bin ich wieder zurück, kann endlich weitermachen. Okay, nächstes Problem. Hier sind die Schrauben, die ich habe. Könnt ihr das hier sehen?
ein bisschen. Der Kopf trägt hier auf. Der geht nicht ganz rein. Ich brauche andere Schrauben. Ich muss in den Baumarkt fahren. Magnetschnapper. Zwei 5er Spatzschrauben. Achso. 7,88 bitte. Und 2,12. Und bitte gehen. Jo, super, danke. Danke. Schönes Wochenende. Hier sieht man jetzt das Klavierband angeschlagen. Dieser kleine Abstand hier, der muss auch genau hier am Holz sein. Also wenn wir das hier hinhalten, wenn wir es jetzt ganz einfach ganz dranhauen, dann, und wir machen es zu, dann steht das Holz nachher innen. Das heißt, wir müssen es ein Stück nach vorne ziehen und genau den Abstand hier auf das Holz bringen. Dann ist es genau gleich. Und dann natürlich noch mittig ausrichten. Deswegen müssen wir zwei Hände haben dafür. Ich filme dann gleich weiter, wenn die ersten Schrauben reingehen. So, da kommen wir auch schon zum Ende vom Schrankprojekt. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind oben diese Magnetschnapper, dass die Bretter, wenn sie oben sind, einrasten. Das seht ihr aber später irgendwann mal. Nächstes Mal fangen wir dann an, die Küche weiterzubauen. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Bin mal gespannt, wie das alles passt. Wir haben gerade schon festgestellt, dass wir eventuell noch mal was hier verändern müssen. Keine Ahnung. Müssen wir mal sehen. Und eine Sache hatte ich noch, die ich euch unbedingt fragen wollte. Und zwar, hier vorne kommt das Bett hin. Und ihr habt ja jetzt gesehen, wie es hier ungefähr aussieht. Habt ihr Ideen für Betten, die so ein bisschen flexibel sind? Heißt irgendwie, ich wollte, dass hier so eine Box steht, die man so nach vorne schieben kann, dass dann hier das Bett so hoch kommt, dass man sitzen kann. Andere Möglichkeit wäre, dass man das Bett fix macht, dass es hier fest steht, man sozusagen hier sitzt mit der Rückwand an der Seite und dann könnte man hier das Lattenrost breit ausziehen, hätte man hier was zum drauflegen. Aber das finde ich nicht so geil, weil dann guckt man ja, wenn man sitzt, immer an den Schrank. Ich finde es halt besser, wenn das die Rückenlehne ist und man nach da guckt. Da wollte ich euch mal fragen, ob ihr da eine Idee habt. Schreibt alles in die Kommentare, wäre ich echt dankbar, wenn ihr irgendwie so habt, oh, das irgendwas, was mir noch Inspiration bringt, dass ich das Bett halt noch cooler machen kann. Also, ich fühle mich hier schon richtig zu Hause. Ich trinke jetzt mal Feierabendbier. Und wir sehen uns nächstes Mal bei der Kirchenbau. Prost!